Ich glaube, die Wissenschaft wird durch die digitalen Medien poetischer. Sie wird hypothetischer, sie wird spekulativer, sie wird fantasievoller, weil man sich jetzt mit viel größerer Freiheit Fragen überlegen kann, die man vorher sozusagen mit der Schere im Kopf abgeschnitten hätte, weil sie sowieso nicht beantwortbar wären. Und jetzt kann man die berühmte Nadel im Heuhaufen sich wirklich trauen, einmal zu suchen. Oder man kann sich Nadeln ausdenken, an die man vorher gar nicht gedacht hätte. Und man ist in der Lage, ich glaube, das ist das Allerwichtigste, sehr viel stärker problemorientiert und weniger materialorientiert zu sein. Um das an einem Beispiel zu erläutern. Die griechische Kultur kann man natürlich nicht einfach zerlegen in Texte, in Artefakte, in Kunstwerke, in sozusagen Geografie, sondern das ist eine einheitliche, lebendige Kultur gewesen, die wir als solche im Grunde historisch auch studieren und verstehen wollen. Aber die traditionellen Disziplinen sind aufgrund ihrer Methoden natürlich darauf angewiesen, zwischen Philologie, Archäologie, Kunstgeschichte, Geografie zu unterscheiden. In einem digitalen Medium haben wir ganz andere Möglichkeiten, diese verschiedenen Zugänge miteinander zu verknüpfen. Und wir können uns jetzt wirklich Fragen stellen, großer Art, nach der Entwicklung von Städten, nach den Bedingungen bestimmter sozialer oder Infrastrukturen für die Entwicklung von Kultur, für die Entwicklung von Wissenschaft. Und ich glaube, dass vor diesem Hintergrund wir einfach freier sind, uns an den wirklichen Problemen zu orientieren.